Dieser komplizierten Mischung unterschiedlicher Ursachen der Finanzkrise kann man natürlich nicht mit einfachen Rezepten beikommen. Wir müssen ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschließen, um den Finanzmarkt wieder in Ordnung zu bringen. Um Beispiele zu nennen, stellen wir uns den Markt vor. Der Markt hat heute Risikokonzentration, weil bestimmte Unternehmen Beteiligungen miteinander eingehen, ohne ihre Risikobelastung und Risikotragfähigkeit wirklich zu kontrollieren. Und da glaube ich, dass wir in den Markt tiefer eingreifen müssen, genau dann, wenn der Markt krisenverschärfend wirkt. Das Gleiche ist auch die Geschwindigkeit des Marktes, denn dort gibt es ja Finanztransaktionen, die laufen in Millisekunden, in Nanosekunden ab. 20 Millionen Geschäfte am Tag übernimmt heute ein Börsianer. Und wir glauben, dass das eine absolute Verlangsamung bedarf, um überhaupt das Marktgeschehen wieder in menschliche Dimensionen zu überführen. Ähnlich ist es mit der Liquidität. Die Liquiditätsproblematik kam ja daher, dass die Banken sich nicht vertrauen. Sie vertrauten sich nicht, weil sie giftige, die Banker sagen, toxische Produkte in ihren Bilanzen haben. Wir glauben, dass durch den Selbstbehalt das Maß an Toxizität deutlich gesenkt werden kann und deshalb die Banken wieder zu neuem Vertrauen zurückfinden. Das heißt, toxische Produkte und deren Entstehung wollen wir verbieten. Die Solvenzkrise in den USA, die zum Teil auch in Europa angekommen war, der kann man damit begegnen, dass man die Eigenkapitalanforderungen, also die Sicherheit der Mittel, die eine Bank, eine Versicherung zurückhalten muss, um ihre Kunden zu schützen, deutlich erhöht. Eine Verhaltenskrise, das ist sicherlich auch ein Schlüsselmoment, müssen wir eben dadurch lösen, dass wir Menschen, die in diesem Markt agieren, nicht dafür belohnen, dass sie schlecht arbeiten, dass es einen Bonus dafür gibt, dass jemand ein schlechtes Geschäft macht. Wir glauben, wir wollen Belohnungen nur dann gewähren, wenn das Geschäft, das in diesem Markt getätigt wird, den Menschen, dem Markt, dem Unternehmen dient und nicht in allen anderen Fällen. Und natürlich müssen auch die Staaten ihr Ausgabeverhalten besser steuern, dass das die Ausgaben und die Einnahmen zusammengeführt werden, sodass schlussendlich die Staaten wieder mit ausgeglichenen Haushalten operieren und die Einnahmen gerade so stark sind wie die nötigen Ausgaben. Und mit diesem Bündel von Maßnahmen besteht eine reelle Chance, die Weltfinanzkrise zu lösen.